In Mortana herrscht ein brüchiger Frieden. Das Land ist geteilt. Vier Gruppierungen sind aus dem Chaos des Krieges hervorgegangen und versuchen, mit dem wenigen, das dem Land noch geblieben ist, etwas Neues aufzubauen. Im Süden hat Thoros die umherziehenden Ork-Krieger zu einer explosiven Gemeinschaft geeint, die die Niederlage im Krieg noch nicht verwunden hat. Im Norden herrscht Gorn über Gotha und Faring. Er wacht mit Besorgnis über Thoros und die ständig wachsende Kriegsmaschinerie der Orks. Gorn beschließt, einer Attacke der Orks mit einem eigenen Angriff zuvorzukommen. Und wieder herrscht Krieg. Im Westen haben die Brüder Inok und Anok eine Zuflucht für alle Kriegsmüden in Myrtana aufgebaut. Die Menschen dort versuchen, den Frieden zu wahren, die Gefahren, die von einem Krieg zwischen Trelis und Gotha ausgehen, zu vergessen und sich ein neues Leben aufzubauen. Im Osten regiert Li, der versucht, sich und seine Leute aus den Konflikten des Landes herauszuhalten. Er ist überzeugt, dass die Menschen irgendwann genug vom Krieg haben werden und dann endlich Frieden herrschen wird. Xardas und der namenlose Held beobachten aus einer unbekannten Dimension ihre ehemaligen Weggefährten und streiten erbittert über deren Entscheidungen, die Myrtana Frieden und Freiheit bringen sollen. Ihre Auseinandersetzungen über das Schicksal des Landes, für das beide so lange gekämpft haben, wird immer heftiger. Xardas stimmt mit Li überein. Auch er glaubt, dass die Menschen irgendwann genug vom Krieg haben werden und dann Frieden herrschen wird. Der Held hingegen glaubt, dass ein Frieden zwischen Thoros und Gorn erzwungen werden muss, wenn das Land je zur Ruhe kommen soll. Verärgert darüber, dass der Frieden, für den er sich aufgeopfert hat, so leichtfertig verspielt wurde, beschließt der namenlose Held, nach Myrtana zurückzukehren, um dem Land eine neue Ordnung zu bringen. Als Xardas davon erfährt, stellt er sich dem Held entgegen und bittet ihn, auf die Vernunft zu hören und seinen Plan wieder zu vergessen. Aber nichts kann den Lauf des Schicksals beeinflussen. Die beiden Männer sind Meister uralter Kräfte und geschickte Krieger. Sie verfügen über Fähigkeiten, die jeden anderen überwältigen würden. Der Kampf zwischen ihnen ist kurz. Der namenlose Held verlässt das Schlachtfeld. Er erwacht in Myrtana. Aber er ist geschwächt, verletzt und verwirrt. Der Krieg der Götter tobt seit Anbeginn der Zeit. Ich sage, es liegt an uns, zu verhindern, dass Belia oder Innos diesen Krieg gewinnen. Du hast die göttlichen Artefakte zerstört. Du bist auserkoren, den Krieg der Götter zu entscheiden. Glaubst du, du kannst dich mit mir messen? Du hast unser Volk verraten. Das unbekannte Land erwartet uns. Götter haben die Welt verlassen. Diese Welt gehört jetzt den Menschen. Oh, mein Kopf.